Ich begrüße Sie recht herzlich zur Freitagsausgabe von Megional hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind heute am 15. Februar. Hallo, guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und um mit weiteren Floskeln um mich zu werfen, hoch die Hände, Wochenende. Ja, das hat bei uns schon eine gewisse Tradition. Und bevor es aber tatsächlich soweit ist, haben wir hier nun für Sie noch einige Informationen zusammengetragen. Apropos Tradition. Voriges Jahr wurde erstmals der Preis der Erzgebirger verliehen. Man wollte damit eine neue Tradition ins Leben rufen. Und wie das mit Traditionen so ist, die müssen gepflegt werden. Und deshalb gibt es diesen Preis auch in diesem Jahr. In diesem Jahr wird der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises Erzgebirger zum zweiten Mal verliehen. Er zeichnet Einzelpersonen, Vereine, Gruppierungen, Institutionen oder Projekte aus, die sich für das Gemeinwohl, das gute Miteinander und die nachhaltige Entwicklung der Region engagieren. Zusätzlich wird ein Sonderpreis unter dem Titel Jung und engagiert im Erz vergeben, der den Einsatz besonders junger Ehrenamtler würdigen soll. Ausgelobt von Landrat und Kreistag des Erzgebirgskreises kann jedermann bis zum 30. April 2019 Vorschläge einreichen. Über die Nominierung und die Auswahl der Preisträger entscheidet satzungsgemäß eine Jury. Schirmherr ist Landrat Frank Vogel. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala in Anwesenheit aller Nominierten am 22. November 2019 im Kulturhaus Aue statt. Der Landrat und der Kreistag des Erzgebirgskreises wollen damit Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürgern für ihren vielschichtigen persönlichen Einsatz und ihr herausragendes Engagement für das Gemeinwohl, das gute Miteinander und die nachhaltige Entwicklung der Region danken und sie gebührend ehren. Der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises Erzgebirger wird in drei Kategorien und als Sonderpreis vergeben. Engagement für eine lebenswerte Heimat, Engagement für Kultur, Sport und Tourismus und der Sonderpreis Jung und engagiert im Erz. Der Regionalpreis wird als sächlicher Preis in den jeweiligen Kategorien und als Sonderpreis verliehen. Darüber hinaus sind die Hauptpreise in jeder Kategorie mit 2.000 Euro bzw. 1.000 Euro als Sonderpreis dotiert. Es können jeweils zwei weitere finanzielle Preise verliehen werden. Weitere Informationen zum großen Regionalpreis des Erzgebirgskreises finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de. Mit Beginn des Monats Februar 2019 gilt eine neue EU-Verordnung für die Verpackung von Medikamenten. Was dahinter steckt und was das für die Endverbraucher bedeutet, hat Tobias Körner in Erfahrung gebracht. Seit Februar gibt es eine neue Verordnung für die Kennzeichnung von Medikamentenverpackungen. Worauf muss sich denn der Endverbraucher, der Patient einstellen? Es ist so, dass ab 9. Februar eine neue EU-Richtlinie erlassen worden ist, wo Hersteller die Packungen neu kennzeichnen müssen. Das tritt ab jetzt in Kraft. Das heißt, es sind noch alte Packungen im Umlauf. Und ab 9. Februar kommen nach und nach neue Packungen auf den Markt. Und die haben zwei neue Sicherheitsmerkmale auf den Packungen. Das ist ein Data-Matrix-Code und ein Erstöffnungsschutz. Und den kann man dann, dafür ist die Apotheke zuständig, zu überprüfen, dass das also gewährleistet ist, dass der Patient eine nicht gefälschte Packung bekommt. Ist denn schon ein Zeitraum abschätzbar, wann das dann komplett umgestellt ist? Die Umstellung wird jetzt sukzessive erfolgen, das heißt, die alten Packungen werden noch abverkauft. Das kann bis zu dem Verfallsdatum der jeweiligen Packung andauern. Das heißt, das ist ein Zeitraum von ungefähr 5 Jahren. Kommt denn Ihnen als Apotheke eine besondere Rolle zu? Ja, also die besondere Rolle bei der Arzneimittelprüfung hatten wir schon immer. Wir haben schon immer Arzneimittel auf ihre Echtheit geprüft. Das ist in der Apothekenbetriebsordnung so festgelegt, dass wir einmal am Tag mindestens ein Arzneimittel prüft. Das haben wir also schon immer getan. Und wir haben auch schon immer von unserer Arzneimittelkommission Hinweise auf gefälschte Packungen gekriegt, die wir dann separat nochmal extra geprüft haben, sodass die neuen Sicherheitsmerkmale ein zusätzlicher Schutz einfach nur sind. Wie wirkt sich das denn auf Ihre tägliche Arbeit aus?
Die Prüfung des Fertigarzneimittels beginnt also schon beim Wareneingang. Das heißt, dort prüfen wir das erste Mal über einen externen Server ab, die Packung im System bekannt ist, dass also sie nicht gefälscht ist. Und beim Abgeben an den Patienten wird jede Packung nochmal extra gescannt, einfach um sicherzugehen, dass die Packung echt ist und dass die aus dem System ausgebucht ist. Der Patient merkt davon nichts, solange die Packung in Ordnung ist. Also kann man resümierend bedenkenlos in der Apotheke seine Medikamente abholen. Ganz genau, der sicherste Weg ist, in die Apotheke vor Ort zu gehen. Historisch wird es im nun Folgenden, denn wo einst das alternative Zentrum in der Kniebreche stand, erinnert heute nichts mehr daran. Günter Langer hat in seinem Archiv Aufnahmen von vor 25 Jahren gefunden und aufgearbeitet. Sicherlich schwingt bei vielen Besuchern des alternativen Zentrums Kniebreche etwas Wehmut mit, wenn sie diese Bilder, diese Töne vernehmen. Zu Ostern 1993 hier am Standort ins Leben gerufen, schloss die Einrichtung im Jahre 2001. Mit dem Brand im Juni 2006 war das Ende besiegelt. Im November 2009, das Areal an der Bundesstraße sah schlussendlich so aus. Meine ersten Aufnahmen und Gespräche führte ich im Sommer 1994 mit den Verantwortlichen, wie zum Beispiel mit Tom Küchler. Danke. Hallo, wir sind die Jungs und Mädels vom Alternativen Zentrum. Mädels sind zwar heute leider nicht in der Runde, aber wir wollen die Gelegenheit mal über das Fernsehen nutzen, mal unseren Club zu präsentieren. Und unseren Club, den gibt es seit Ostern 93. Da haben wir aufgemacht, mehr oder weniger. Und wir haben uns jetzt im Live-Club etabliert. Das heißt, es sind regelmäßig Live-Konzerte. Es finden samstags, also es sind immer Live-Abende in Irish Folk, Flower Power, Darkwave oder Punk Hardcore, also es ist immer ein Wechsel, dass immer ein abwechslungsreiches Programm entstanden ist. Freitags sind regelmäßig Discos. In der Woche über haben wir mittwochs auf, da ist Clubabend, da kommen immer so 50, 60 Leute. Ebenfalls auch sonntags, da ist auch Clubabend. Und wir sind ja so ein bisschen eine Alternative, wie auch der Name schon sagt, alternatives Zentrum zu irgendwelchen kommerziellen Veranstaltungen, die jetzt auf irgendwelchen Diskotheken-Ebenen ablaufen. Das sieht man schon an dem ganzen Preisgefüge, was hier das AZ Kniebreche so hat. Ist alles relativ billig, vor allen Dingen auch der alkoholfreien Getränke, weil es muss ja nicht sein, dass man für die Cola meinetwegen 2,50 Mark oder 3 Mark bezahlt, wie es in anderen Diskotheken meinetwegen ist. So dass wir eigentlich von den Preisen relativ okay sind. Was unser Anliegen ist halt, wir haben sich Jugendliche gefunden, die nur nicht so auf Popmusik stehen. Und das war dann gleich zur Wende. Haben wir uns halt zusammengerauft, haben gesagt, komm, wir ziehen das Ding auf. Am Anfang wurden uns ja jede Menge Knüppel zwischen die Beine geschmissen, bis wir halt dann selbst mal die Initiative ergriffen haben und eine alte Fabrik besetzt haben. Es ist zwar nicht schön gewesen, aber es ging leider nicht anders. Das Heldenhose. Kamerun. Kamerun, ja, ganz am Anfang war es Kamerun, ja, aber es war ja weniger eigentlich. Und erst dann, mit Austausch der Behörden, haben wir ja die Kniebreche dann bekommen, ja. Und ich hoffe doch, dass wir die auch noch eine Weile behalten. Ja. Also das ist ja absoluter Kult, ja, würde ich sagen. Wir haben noch ein großflächiges Außenareal, gehört noch mit dazu. Das haben wir im Laufe der Zeit, seitdem wir uns hier ordnungsgemäß eingemietet haben, mehr oder weniger wieder etwas hergerichtet. Wir haben eine Grasfläche angelegt, haben etwas aufgeforstet. Gehört noch in etwas Fels dazu, da kann man auch begehen, haben wir auch die Treppen wieder instand gesetzt. Vielleicht noch mal was dazu, zum Einzugsgebiet hier, die Leute, die hierher kommen, das ist erstmal die nähere Umgebung, sprich Marienberg, Olbernhau, Lengefeld, aber auch zu speziellen Veranstaltungen kommen auch die Leute von Zwickau bzw. Chemnitz, Freiberg. Wir hatten aber auch schon Gäste da aus Suhl, Hof, Berlin, Erfurt, Dresden. Bayreuth und wie gesagt, also wir haben uns ganz schön etabliert hier. Sehr zum Leidwesen der Leute. Danke.
Hühner, unterstellt man euch, dass bei euch in euren Räumlichkeiten diverse Veranstaltungen stattfinden? Vielleicht ist euch selber schon etwas zu Ohren gekommen, was da so erzählt wird. Eure Meinung dazu? Ja, also erzählt wird viel. Also, lächerlich. Mir ist zum Beispiel mal auf Arbeit während der Mittagspause jemand saß mir gegenüber, da zufällig von der Kniebrecher zu gehen. Und da dachte eben so ausschweifen, das ist mir alles schon klar. Ich habe die Farben da drin gesehen, schwarz-weiß und die Tür rot. Da weiß ich sofort, was für Kunden da drin sind. Da meine ich die Rechten damit, die ja weiß Gott nicht eigentlich zu Hause sind. Aber ich gut, hier wird erzählt, irgendwelche Satanisten-Partys oder hier werden Katzen geschlachtet. Es wurde zum Beispiel auch erzählt bei mir auf Arbeit, ja, dass wir die Wiese hier hinten nur angelegt haben, damit wir uns dort einbuddeln können und dann nach 2 Stunden wieder rausgeholt werden. Ich meine, es ist schon schlimm, selbst wenn ich jetzt so in die Disco gehe und ich verteile auch in Discos ab und zu Pläne von was so bei uns so los ist. Auch in Olpernhau, da kommen halt auch Jugendliche zu mir, die sagen, da sagen wir, Tom, kann man da überhaupt hingehen, was muss ich denn da anziehen und kann ich dort reinkommen und so. Und das finde ich schon schlimm, dass selbst, also wenn jetzt ein älterer Mann mir das sagt oder eine ältere Frau, dann sage ich, okay, die sind älter und die Toleranz ist halt nicht mehr so zur Jugend, aber dass selbst Jugendliche so verbohrt sind irgendwie, die dann so auf Gerüchte reagieren, das finde ich schon schlimm und ich kann es auch wirklich jedem anbieten, hierher zu kommen und sich das Teil hier anzugucken und jeder wird hier rausgehen und wird sagen, gut, es ist ein geiler Club, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil es ist hier ein anderes Flair als in irgendeiner kommerziellen Diskothek, aber es ist wirklich hier gemütlich, es ist eine schöne Club-Atmosphäre und halt auch passiert halt auch live was. Augustusburg, Opel stieß gegen Baum und drohte Abhang herunterzurutschen. Auf der unteren Schlossstraße kam ein 69-jähriger Opel-Fahrer aus noch unklarer Ursache am 13. Februar um 13.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, der infolgedessen umfiel. Der 69-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, konnte sein Auto jedoch selbst verlassen. Rettungskräfte brachten ihn letztlich in ein Krankenhaus. Aufgrund dessen, dass der Opel drohte, einen Abhang herunterzurutschen, kam die örtliche Feuerwehr für die Sicherungsmaßnahmen zum Einsatz. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.500 Euro beziffert. Vielen Dank an unseren Zuschauer Sebastian aus Marienberg für diese traumhafte Aufnahme des gestrigen Sonnenaufgangs. Und ein ähnliches Bild bot sich auch heute Morgen. Und nach einem sonnigen Tag gehen wir sternklar in die Nacht. Mit leichtem bis kaum spürbaren Wind aus Südost mit um die 5 km pro Stunde und einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% zeigen die Thermometer beispielsweise in Olpernhau Werte um die 1 bzw. 2 Grad Celsius. Ein ähnliches Bild bietet sich, wenn man sich die Temperaturanzeige in Marienberg anschaut. Hier werden Nachtwerte von 1 bis 2 Grad Celsius erwartet und in Zschopau sind 0 bis 1 Grad drin. Samstag, Sonne satt und das ganztägig. Sonnenbrillenwetter. Der Wind weht dabei gering mit um die 8 km pro Stunde vorwiegend aus Südost. Und klar, wo kein Wölkchen, da kein Regen. Die Tagestemperaturen verleiten dazu, die sogenannten Übergangsjacken aus dem Schrank zu holen. Und das sieht in Zahlen wie folgt aus. In Halbach klettern die Quecksilber in den Temperaturanzeigen auf bis zu 12 Grad Celsius. In Großrückerswalde liegen die Tagestiefstemperaturen bei 5 Grad und maximal stehen 13 Grad Celsius zu Buche. Und die Griesbacher dürfen sich auf Werte zwischen 5 und 14 Grad freuen. Der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Kein Wölkchen in Sicht und das bei geringem Wind aus südlichen Richtungen und Tageswerten von 6 bis 14 Grad Celsius. Örtlich sogar in der Mitte des Tages noch ein bisschen wärmer. Montag zum Wochenstart und eben auch der erste Tag der sächsischen Winterferien liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0%. Auch am ersten Tag der neuen Woche werden wir sendegebietsweit mit der vollen Dosis Sonne verwöhnt. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 4 Grad am Morgen und über den Tag bei maximal 13 Grad Celsius.
Das war's vom Wetter und damit sage ich Tschüss für heute Abend. Tschüss bis Montag hier zum Megional in den Nachrichten in Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen. Mehr von uns gibt es zu den gewohnten Sendezeiten der einzelnen Sendeformate hier im TV und natürlich online auf unserer Homepage www.mef-lein.de in der Mediathek. Auch die aktuelle Ausgabe vom MEF-Wochenrückblick und MEF-Kompakt sollten Sie ab morgen nicht verpassen. Hier gibt es zum einen wertvolle Ausflugstipps und die Geschichten und Berichte aus der vergangenen Woche hier im Sendegebiet. Ihnen einen schönen Abend, gute Nacht, ein tolles Wochenende und bis Montag.